4, das macht eine und die zweite. So. So. Und so. 6 Truhen. So, jetzt natürlich die Frage, wo machen wir die hin? Machen wir die da auf dem ersten oder machen wir... Ich würde sagen, die machen wir einheitlich da so her. So viel zum Thema einheitlich. Da so und da so. Und hier natürlich genau entgegengesetzt. So, da sind wir auf der linken Seite, die Truhe steht. Der geht aber falsch auf. Schon besser. Jetzt darf ich bei jedem gucken, ob die Truhe richtig gestellt wurde. Ja. 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 Und ja, sehr gut. So, wir hätten hier noch Akazien. Rein damit. Ups. Ich wollte eigentlich diesen hier machen. So. Gut. Werkbank nehmen wir uns mit. So, und da können wir dann auch sämtliche Eichensetzlinge mit reinhauen. So, siehst du, und hier, der ist ein bisschen kleiner, der Baum. Da hätten wir jetzt Probleme gehabt. Hätten wir das Ding nur 2 breit gemacht zum Laufen. Da würden wir dann nämlich genau bis hierher kommen und nicht mehr weiter. Und so können wir jetzt schön gemütlich außen drum herum. Schön. So ist das fein. So. Gut. Nom, 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 nom. Haben wir ja doch wieder... einiges geschafft. Freut mich, freut mich, freut mich. Ich freue mich immer, wenn Baustellen abgeschlossen sind. Obwohl, so hundertprozentig ist die ja noch nicht abgeschlossen, weil noch ein bisschen Terraforming und so. Boah, ich habe heute einen Durst. Ich habe heute auch in der Arbeit, ohne Witz. Ich bin ja, vom Prinzip her bin ich ein Mensch. Ich transpiriere eigentlich relativ leicht. Also schnell in dem Sinne. Keine Ahnung wieso, ist einfach so. Leistungsfähig hat mein Körper noch nicht mal richtig angefangen, dass er wirklich Leistung bringt, ja. Ich bin noch Welten von meiner Belastungsgrenze entfernt, ja. Aber ich bin am Ölen wie ein Idiot. Das ist immer so ein bisschen strange. Wo mich die Leute dann immer so fragen, alles gut bei dir? Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wo mich die Leute fragen, alles gut bei dir? Wo sie sich dann schon Sorgen machen, ich könnte aus den Latschen kippen oder sowas. Weil ich halt schwitze wie ein Berserker. Wo ich dann sage, nö, alles prima. Ich meine, klar, mit der Zeit gewöhnen sich die Leute dran. Aber für jemanden, der mich nicht kennt, da ist das schon, ja, schon fast was Besonderes, sag ich mal. Wenn er mich dann so sieht und so, oh mein Gott. Ist halt so, meine Güte. Das ist beim Sport so, das ist beim Arbeiten so, das ist eigentlich überall so. Huch. Da war das Mikro im Weg. Ja, und heute war mal wieder so ein Tag. Enorm hohe Luftfeuchtigkeit. Weil da war ich dann mal in einer Waschhalle zugegen. Wo quasi am Tag über so das eine oder andere mit Flüssigkeit gearbeitet wurde. Und da war es so stickig drin. Und es war so eine enorme schwüle Hitze. Das war so... abartig, das war so... Bah. Ja, und kaum warst du drin, dass es schlimmer ist in der Sauna gewesen da drin. Es sind dir... Also da ging es nicht nur mir so, da ging es jedem so, der mit dabei war. Es sind erstmal die Schweißperlen gekommen, ne? So, das bisschen, was wir jetzt noch an Kies haben... drin. Sand. Ich mache jetzt erstmal Ordnung im Inventar und dann schauen wir mal, ob wir heute noch was... machen oder nicht. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ach du meine Güte. Schon fast wieder Bettzeit. Ja, dann würde ich sagen, heute machen wir nicht mehr allzu viel. Wenn jetzt schon fast wieder Bettchenzeit ist. Warte mal. Holz, das ist alles Holz. Das ist das Zeug. Monster Drop. Nee, Käse, Farbstoff. So, so und Holz. Und der Eimer. Kann man so lassen. So. Gehen wir als erstes noch die Steine abladen.
Tja, was sagt ihr denn zu unserer Baumfarm? Kann man so lassen oder würdet ihr noch was ändern? Ist mal, glaube ich, eine berechtigte Frage, ob ihr noch irgendwas ändern würdet an unserer Baumfarm. Klar, Wege und so weiter, das kommt alles später mal. Das kommt dann alles mal im Verlauf der Flint hier noch. Jetzt war erstmal wichtig, dass wir die Baumfarm überhaupt gemacht haben. Wie sieht's denn aus? Steinziegelmäßig? Sehr gut. Miep, 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 miep. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Machen wir uns doch noch ein paar Materialien. Vielleicht machen wir ja das nächste Mal wirklich an der Schwarzen Bergfeste weiter. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder einen Arm voll Stufen. Deshalb machen wir uns hier jetzt einfach mal wieder Stufen. So viele wie gehen. Hier da so. So. Und dann ist unsere Kiste auch nahezu voll. Und das ist gut so. Und wenn wir mal wieder Kobbelüberschuss haben. Warte mal. Haben wir nicht noch Kobbels? Haha. Und das ist grobe Erde. Okay. Normale Erde haben wir hier hinten nicht mehr, ne? Der Kies, der kann raus. Kann hier wieder mit rein. Weil wir da ja jetzt mehr als genug haben. Was ist das denn hier? Ton? Gebrannter Ton. Okay. Haben wir hier... Na, gucke. Rinder mit. Wann haben wir denn so viel Ton gefärbt, sag mal? Kann ich mir schon fast gar nicht mehr daran erinnern. Tja, früher oder später geht auch das mal aus. Ich bin ein Idiot. Ich möchte echt ab und zu mal wissen, wie viele Leute sich da so für die Birne klatschen und sich denken... Oh Mann, wieso hast du das jetzt nicht gemacht? Jetzt musst du wieder zurückrennen. Ich bin doch selber nicht anders. Es ist halt nur, wenn du beim Aufnehmen bist, da bist du mit deinen Gedanken, bist du so weit weg, du bist da so abgelenkt, du machst da so viel, also in deinem Kopf, dass wenn du einen Gedanken aussprichst, dass du ihn quasi fast schon zeitgleich wieder vergessen hast. Ach guck mal, haben wir schön viele Sticks. Na, Heidriho. Schwarzeichenzaun haben wir noch gar nicht. 20 sind noch übergeblieben. Was bist du? Eiche. Na, da haben wir ja ein bisschen was. Da kannst du mal ein bisschen von zehren. Werkbänke hier? Nee. Werkbänke da. Sind das noch unsere allerersten Schüsseln gewesen? 16 Schüsseln. Waren das die, wo wir uns hier Pilzsuppe damals rausgemacht haben? Ach nee, ich bin gar nicht in der Futterabteilung. Da muss ich auch nicht mehr hin. Waren das die? Krass. So, das Eisen der Zeit sagt, denke ich mal, dass ich nicht pennen kann. Ja, ich guck mal eben nach oben, wo wir denn als nächstes weitermachen könnten. Was natürlich implizieren würde, also voraussetzen würde, dass ich mir die letzte Folge, diese Folge hier, zumindest mal den Schluss mit angucke, damit ich weiß, was Phase ist. Der Turm ist fast fertig, da wollte ich ja nichts drauf tun. Oben der Turm muss weitergemacht werden. Wir haben unseren ersten Raum ausgehoben und da habt ihr euch ja so ein bisschen ausgesprochen. Ich glaube, der Karten- und Missionsplanungstisch hatte gewonnen, irgendwie sowas. Hier brennt nichts, hier brennt nichts. Wo kommen wir denn da raus? Ja, wo kommen wir denn da hin? Aha. Den Turm müssen wir auch noch fertig machen. Oh. Was wohl da unten drin sein mag? Wir haben noch so viel zu tun vom Prinzip her. Hüpf, hüpf, hüpf. So enorm viel zu tun. So, und wie gesagt, es wurde ja auch schon freudig bemerkt, dass es jetzt besser aussieht, nachdem wir hier die Felswand auch noch freigelegt haben, also unseren Turm hier freigelegt haben. Jetzt muss nur noch dann dieses klobige Ding hier irgendwie weichen. Was dahin kommt, weiß ich noch gar nicht. Dann kann man da den Turm vielleicht noch ein bisschen weitermachen und dann sieht das, glaube ich, enorm geil aus. Da drüben könnte man dann vielleicht noch so ein Gebäudekomplex machen, wo der Turm oben drauf steht. Irgendwie sowas.
das Wachhäuschen hier, ich weiß gar nicht, hatte ich die Umfrage gemacht oder hatte ich sie nicht gemacht? Ich hätte es mir auf jeden Fall mal vorgenommen, euch zu fragen, was ihr denn davon haltet, wenn ich das Häuschen hier irgendwie... Ich weiß nicht, wenn ich da was Schöneres hinbaue, möchte ich mal sagen. Weil es ist nicht schlecht, der Aufbau, ja? Schlecht könnte es einem werden, durchaus. Aber ich weiß nicht, so, ich bin mit, also mit der Rückseite hier, die geht ja, ja? Aber das hier vorne, das ist so extrem gewöhnungsbedürftig, sieht so unnatürlich aus, so instabil, so gar nicht nach Burg, so gar nicht nach Zugang, so gar nicht nach... Na, ich bin total unzufrieden mit dem Ding, deshalb... Meine Frage, soll ich einfach diesen vorderen Komplex einfach nochmal ein bisschen abreißen und was Schönes hinbauen? Einfach mal so gefragt. So, und hier kommen ja demnächst Räume rein. Küche, wie gesagt. Unten drunter ist kein Raum. Unten drunter ist kein Raum. Oben drüber könnte man höchstens einen Speisesaal mit reinmachen. Weil Küche, wie gesagt, ist ein bisschen fragwürdig. Gästezimmer wurde auch schon gesagt. Aber ich glaube, als Planungsraum wäre das nicht das Verkehrteste. Obwohl jetzt der ein oder andere sagen mag, naja, Planungsraum gut und schön. Ist aber nicht besonders abhörsicher, wenn das so relativ weit unten liegt. Naja, dafür haben wir ja die Patrouillen hier dann, ne? Auf der anderen Seite gesehen. So. Unser Inventar ist nach einer Aufnahme mal tutti frutti sauber. Das ist ja mal unglaublich. Also wie gesagt, sagt mir mal, wie es ausschaut. Soll man oder soll man nicht? Ich habe jetzt einfach noch Zeit. Ich reiß hier außen nochmal schnell alles ein bisschen ab. Vielleicht fangen wir das nächste Mal auch unsere Bauern an. Also unseren Getreidebauer. Wäre vielleicht auch eine Idee. Oder der Bauer für exotische Waren wie Melonen, Kürbisse, Kakaobohnen, solche Sachen. Wie gesagt, ich bin absolut unentschlossen. Es gibt so endlos viel zu tun hier. Mal gucken. Ach ja. So, und dann bringen wir das Zeug jetzt noch weg. Ich hoffe mal... Ich kann am Samstag einen Livestream machen. Weil ich habe nämlich jemanden versprochen, ins Kino mitzugehen. aber wir haben keinen Tag ausgemacht. Deshalb hoffe ich mal, dass es nicht der Freitag wird. Der Samstag wird. Freitag ja, Samstag nein. Weil das beinhaltet nämlich, dass ich mir vorher das... was wollten wir ins... Oh, hallo. Kommt ihr denn her? Die muss ich jetzt aber noch schnell wegbringen. Dass wir uns die Teile, die vorher liefen, noch auf Blu-ray angucken. Damit ich auch voll im Saft stehe, was denn storymäßig so alles passiert ist. Wieso sind da 4 Eisen? Das ist aber eine komische Anzahl, so. Naja. Ist das echt? Ich muss mal eben was gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind es 360. 410. 430, 435. Naja. Jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. In diesem kompletten Let's Play, glaube ich, habe ich das noch nicht gemacht. Das ist also ein Diamantblock. Der sieht ja heiß aus. Das wäre doch mal ein schöner Kartentisch. Alter Schwede, das wäre aber ein teurer Kartentisch. Den dürfte mir keiner klauen. So, Diamantblöcke kommen nach da unten. Und weil es ein Diamant ist, stellt man schräg. So, aber Freunde, genug der Spaß und Herumalbereien. Wann geht weiter hier? Genug der Albereien. Es ist Zeit für mich zu schlafen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Ja, hab mich gefreut, dass er eingeschaltet hat, dass er mit dabei war. Moment. Wo ist er hin? Dieses alte Klausschwein, der hat mir...
Was ist mit dir nicht richtig? Dann brenn doch. Kein Knochen. Der hat mir bestimmt irgendwo einen Erdblock geklaut. Aber egal. Ja, nochmal. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei, wenn es einen weiteren Tag in den Nebelchroniken gibt, während ich hier die Nebellande regiere. Vielen lieben Dank. Der Hofknicks für euch. Hochachtungsvoll. Der Lord Regent.